Hallo, ich bin die Sandra von Pferdeinsider.com und ich möchte euch heute ein ganz wichtiges Kriterium der Sattelpassformüberprüfung zeigen, weil ich war jetzt gerade vorher bei einem Kunden und habe eben ein Pferd behandelt. Ich bin ja auch eine ganzheitliche Pferdetherapeutin und Gesundheitsexpertin und dieses Pferd hat wirklich, wirklich richtig Rückenschmerzen gehabt bei einem neu angepassten Sattel, weil er nicht richtig angepasst war. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, eine der 13 Kriterien, die wirklich wichtig sind, die auch regelmäßig zu überprüfen sind, ob ein Sattel richtig passt oder nicht. Das Sattelthema ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges. Wir haben auf Pferdeinsider.com auch ein wirklich großartiges Video mit Sattel- und Ausrüstungsexperten Eberhard Weiß. Dort erklären wir 13 wichtige Kriterien, wie man selber überprüfen kann, ob der Sattel wirklich passt oder ob es eben Handlungsbedarf gibt. Ein ganz wichtiges Kriterium ist die gleichmäßige Polsterung des Sattels. Immer wieder sehe ich in der Praxis, dass Pferde massive Rückenverspannungen, massive Druckstellen haben, damit verbunden auch Blockaden, langfristig auch wirklich zu Problempferden werden können, weil einfach die Sattelpolsterung schlecht angepasst ist, nicht mehr kontrolliert wurde, ja, oder von Anfang an wirklich der Sattel auch schief ausgeliefert wurde. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man selber auch als Laie das gut beurteilen kann. Ich habe hier also einen Sattel, ja, also ich stelle ihn mal auf den Boden nochmal zurück. Ich habe hier jetzt einen ganz normalen Sattel, der ist ungefähr so ein Jahr alt. Und man sollte selber wirklich, ich sage jetzt mal, mindestens alle 4 bis 6 Wochen überprüfen, ob die Oberfläche des Sattels, also die Topografie der Sattelkissen gleichmäßig ist oder ob sich vielleicht aufgrund von Schiefigkeiten des Pferdes oder auch Schiefigkeiten des Reiters der Sattel vielleicht sich negativ verändert. Wenn ich jetzt hier diesen Sattel anschaue, ja, dann sollte ich einfach schauen, wie ist die Winkelung auf beiden Seiten. Ja, ist es jetzt mehr bauchig oder ist es eher flach? Ja? Und dann sollte ich immer auch mit meinen Händen gleichzeitig eine Befundaufnahme machen. Das heißt, ich fühle hier mit meinen Händen wirklich diese ganzen Sattelkissen entlang. Gibt es vielleicht irgendwelche Unebenheiten? Gibt es irgendwelche Löcher? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Knoten, die tatsächlich auch oft entstehen einfach im Laufe der Zeit und man muss dann einfach das Sattelkissen neu befüllen. Ja, ein Sattel ist auch in irgendeiner Form ein Verschleißteil und der verändert sich natürlich, wenn er viel genutzt wird, im Regen, bei schwitzenden Pferden, mit hoher Luftfeuchtigkeit und dementsprechend muss man einfach regelmäßig selber überprüfen, muss ich einen Sattler kommen lassen oder ist noch alles in Ordnung. Also hier einfach vorsichtig und mit mittlerem Druck ungefähr drüber fahren und einfach spüren, ist die Topografie, ist die Oberfläche dieser Sattelkissen gleichmäßig? Kann auch eben hier nochmal so ein bisschen von oben schauen. Ja, und in dem Moment, wo das wirklich stark abweichend ist, ich zeige euch mal das Foto von dem Sattel, der dieses Pferd sozusagen schief und verspannt gemacht hat. Ich musste damals gleich eine Aufnahme machen, weil das wirklich relativ eindeutig war. Und hätte man halt jetzt als Besitzer gewusst, wie überprüft man zum Beispiel eben diese Sattelkissenpassform, dann wäre es gar nicht so weit gekommen, dass das Pferd wirklich Schmerzen hatte, nicht mehr gehen wollte, wirklich auch gebuckelt hat und dementsprechend ich auch kommen musste, um den Rücken einfach dieses Pferdes wieder zu lockern und zu lösen und die Blockaden rauszumachen. Das hätte man sich ersparen können, wenn man jetzt wirklich, ich sag mal, alle 4 Wochen die Sattelpassform und damit auch die Sattelkissen überprüft hätte. Das ist zwar nur einer von 13 wirklich wichtigen Kriterien, ja, aber immerhin schon mal ein Anfang. Wenn ihr auch die anderen 12 wichtigen Kriterien erfahren wollt, dann seid ihr im Kurs von Eberhard Weiß, die Sattellehre auf pferdeinsider.com bestens aufgehoben. Viel Spaß und bis bald, eure Sandra.